endlich mal. Ja, ich gebe mir die Ruhe, mach die Tür, Klingel auf, es kommt mir keiner in die Bude. Ich geh nicht mal ans Telefon, hinterlass mir halt ne Nachricht nach dem Ton. Heute chill ich mal. Ich gebe mir die Ruhe. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mountain Blade Warband mit mir, dem Sarius. Und ja, leider ist mir die letzte Folge abhanden gekommen beim Aufnehmen. Die Aufnahme war leider kaputt. Aber ich erzähle euch ganz kurz, was passiert ist. Ich habe mich mit dem König selbst, mit König Gravet von Rodok, an einen Tisch gesetzt und mich unterhalten. Und habe mich für 3 Monate lang als Söldner bei ihm einschreiben lassen. Als Landsknecht gegen das Königreich der Wüste, gegen das Sultanat. Soll ich nun in den Kampf ziehen? Mit meinen 50 Mannen. Werden wir gleich mal sehen. Okay, so haben wir bezahlt. Ob man nicht irgendwo so ein paar Kameltreiber kriegen. Natürlich nicht unbedingt den, der hatte 91. Den will ich nicht haben jetzt. Ich hätte gerne so... Ne, 117 will ich auch nicht nochmal. Das ist derselbe, der mich, glaube ich, das letzte Mal so geraped hat. Ja, 37 mache ich. Man sagt, ihr habt Emir Tilimsan besiegt. Ach ja, stimmt. Stimmt, wir hatten den ja angegriffen, aber konnten nochmal abhauen, Gott sei Dank. Und den machen wir weg jetzt. Oh nein, Moment, alle. Und hierhin. Und erstmal das Feuer einstellen. Ich stelle mich gleich mal ein bisschen weiter verteilt auf. So eine breite Kampflinie ist immer gut. Wir haben so viele Armbrustschützen, so viele Krieger. Wir haben hier sogar Speerkämpfer mit dabei gegen Pferde. Und ich werde ausharren. Ich werde warten. Lasst sie angreifen. Okay, und jetzt könnten wir mal den ersten Feuerbefehl geben. Greifen die rechte Flanke auf jeden Fall an. Das heißt, wir ziehen jetzt mal rum und greifen an. Und einer von mir hat auch was abbekommen. Und da ist wieder ihr Anführer. Den müssen wir unbedingt verletzen. Und ich habe ihn... Ich habe ihn... Ah ne, das war nur ein Reiter, das war noch nicht der Anführer. Ich habe ihn auf jeden Fall vom Pferd geschossen. Und super, ich glaube, das funktioniert ganz gut hier gerade. Los, ich muss den nochmal treffen. Jawohl, ich habe ihn getroffen. 6 Schaden immerhin. Oh, das war knapp. Ja, meine Männer machen das. Das ist down, schön. Den Kampf haben wir gewonnen. Ast rein. Aber nicht zu schnell, nicht zu früh freuen. Da war noch einer auf der Map und der hatte ein paar mehr Leute. Der hatte ein paar mehr Leute als wir. Und auch als der. Und den wollen wir natürlich nicht engagen.
Aber das Roter Königreich wird sehr zufrieden sein erstmal damit, dass wir schon mal einen ihrer ihrer Generäle ausgeschalten haben. Vielleicht können wir ihn sogar gefangen nehmen und ausliefern. Ja, und da sind sie abgehauen, die letzten. Guck mal, wir haben 2 getötete, 1 verletzten. Die haben 18 abgehauen sogar. Wir können den gefangen nehmen, das machen wir auch mal. Dann würde ich nämlich gerne mal versuchen, ob ich den dann ausliefern kann. Das meine ich, da kommt einer mit 112. Und da kommt einer mit 117. Und da kommt nochmal einer mit 54. Der hat... Oh, der hat ordentlich was an Reitern. Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Ich versuche den mal auszuweichen erstmal. Oh, der will mich. Den hole ich. Komm. Komm, den alten Sack, den bringe ich um. Den machen wir richtig frisch. Wir versuchen es mal mit derselben Taktik. Wir versuchen es mal eine schöne breite Kampflinie aufzustellen. Den Bogenschützen befehlen wir mal. Die stellen sich mal ein bisschen weiter vorne auf. Hier nämlich. Hinter unseren... vor unseren breit gefächerten Infanteristen. So, und meinetwegen, ja, schießt wann ihr wollt, Leute. Ich gebe der Infanterie dann nämlich mal den Befehl, mal aufzurücken. Sobald die Düne runterkommen, charge ich mit der Infanterie erst rein. Ich sage Infanterie Charge und jetzt die Null und alle Mann rein da ins Gefecht. Die Infanterie ist jetzt schön breit gefächert. Darf nur nicht so viele Leute verlieren. Jetzt direkt am Anfang. Denn das wird noch ein harter Kampf. Oh, und hier ist der gepanzerte Reiter von denen. Und die Kavallerie von denen setzt uns richtig zu. Wenn wir sie wenigstens von den Pferden runterkriegen. Seht schon, die müssen uns einfach nur überreiten sozusagen. Ich werde mal meine Truppen sammeln. Damit ich mal so einen geschlossenen Pulk bilden kann. Denn ich glaube, das ist alles in allem ein bisschen besser. Gehen wir nochmal den Angriffsbefehl. Nicht mehr nach, Angriff. Halt von euren Pferden. Jawohl. Oh, das ist auch kein faires 1 gegen 1. Nein. Nein, da haben die doch noch mal die Oberhand. Bitte nimm mich jetzt nicht gefangen. Na. Nein! Oh no. Oh no.
Eieieiei. Gut, die haben es nicht anders gewollt. Die haben es nicht anders gewollt. Quest fehlgeschlagen. Ja, ich konnte mich leider nicht zum Feldzug melden. Denn ich war ja gefangen. So. Schnell ein paar Rekruten rankriegen wieder. Da ist natürlich so eine Nachricht wie niemand will sich dir anschließen richtig gut. Und ich guck mal, ob ich vielleicht direkt ein paar Söldner ranbekomme irgendwie. Landsknecht-Kavallerie will ich nicht. Aber Borcha kann ich mitnehmen, ist ein Gefährte. Was wir da haben, 300, ja komm, die geben wir mal aus für den. Marktplatz. Der hat glaube ich auch nicht die besten Waffen. Deswegen werden wir den gleich mal mit einteilen hier. Auf jeden Fall mal ein Schild besorgen. Nehmen wir mal den Rundschild für den. Und so ein Ebersperr noch dazu. Das Nordschwert kaufen wir mal. Und eine Rüstung. Der hat jetzt so eine Pelzrüstung an. Da können wir ruhig mal so einen Nordhelm ranholen. Die Rüstungen sind an sich alle ziemlich teuer. Der Nordhelm macht 26, der macht 24. Na okay, der ist teurer. Gucken wir mal, was der so hat. Ja, meine Gefährten sind nämlich auch alle weg. Das habe ich ganz vergessen, dass die alle weg sind, wenn ich gefangen genommen werde. Da ist jetzt ganz gut, dass wir mal einen neuen haben. Er hat eine Kergit-Rüstung an. Okay, das geht für einen Anfang. Der hat nämlich nur so ein scheiß Messer. Da rüsten wir den doch mal deutlich besser aus jetzt. Ein Pferd hatte der jetzt nicht, oder? Nee, hat er nicht, okay. Gut, ich habe noch ein Level up. Da würde ich fast schon nochmal investieren mit einer 12 in Ausbilder noch mal eins rein und noch mal ein mehr auf oder zwei mehr auf die Schlagkraft direkt. Okay, und dann muss ich jetzt aus dem Borcha so eine Art Arzt oder sowas machen, bis ich vielleicht einen passenden Gefährten habe. Und ich glaube, ich werde jetzt erstmal, ja, ich werde auf Gefährten gehen. Denn die haben Fähigkeiten, aus denen kann ich Kampfmaschinen machen, die kann ich gut ausrüsten. Wenn ich das gemacht habe, dann werden wir auch die Wüste erobern. Wir haben ein paar Wachmänner, die kann ich auf jeden Fall heuern. Vielleicht hier noch eine gute, günstige Rüstung für unseren neuen Kameraden. Das sieht nicht danach aus. Nee, sowas, was Gutes gibt's nicht günstig. Was Gutes kriegen wir nicht günstig. Ich würde ihm ja zu gerne noch irgendwas geben von wegen Wurfwaffen. Aber Wurfmesser sehe ich jetzt leider keine. Die erfordern halt keinen Wurfwaffen-Skill. Die anderen brauchen alle welchen. Irgendwas zum Handeln? Ne, die haben gar nichts günstig da. Ah ja, stimmt, hier war ich gerade drin. Ganz vergessen. Machen wir uns mal auf den Weg nach Suno. Aber bevor wir nach Suno einlaufen,
und die Schenke begutachten, mache ich hier eine kleine Folgenpause. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Mountain Blade. Bis dahin, macht's gut. Ciao.